Hallo Leute und willkommen zur nächsten Folge Minecraft Heaven. Mit dabei habe ich wieder den Suiky und den Leon und ich würde sagen, ja, fangen wir doch einfach mal an. Ja, das Beste sind halt die Kürbisse. Und die Kürbisse kreuze ich jetzt, weil mir das angezeigt hat, dass ich das kann, mit den Karotten mal und schauen mal, was da rauskommt. Alles klar. Bro, 10, Digga, kein 7. Schau, muss los. Also du siehst schon, dass ich hier ganz gut beschäftigt bin, oder? Zuckerrohr abbauen, oder? Zuckerrohr kannst du gern abbauen. Zuckerrohr habe ich mich noch nicht damit befasst, wie ich das auch rentabler machen kann. Geht auf jeden Fall auch. Bei Zuckerrohr. Ich brauche auf jeden Fall noch ein bisschen Holz. Wenn mir jemand Eichenholz geben könnte, wäre auch ganz cool. Ich bin echt gespannt, was rauskommt, wenn ich Kürbisse und Karotten miteinander zusammenzüchte. Karotten? Wahrscheinlich irgend so ein Mystical Seed oder keine Ahnung was. Oh, ich brauche wieder Erde. Okay, muss ich dem mir dann mal wieder an den Früchten. Komm, Erde habe ich für dich. Ja. Danke. Alter, wenn die ganze Erde schon aufgebraucht ist, ich wollte schon sagen. Nee, ich habe bloß gar keine im Inventar gehabt. Ich baue jetzt was für dich, Gia. Mal gucken, ob es dir groß euch weiterhilft oder nicht. Das weiß ich nicht. Guck mal, das gehört zu deinem Ding. Ich weiß nicht, ob dir das groß euch helfen kann, aber ich habe es dir gebaut. Was zum Teufel ist das? Wooden Channel Valve? Ah, ich glaube, das... Ist das ein Zusatzding zu dem? Wo habe ich das hingelegt? Wo habe ich das hingelegt? Da. Okay, das schaut nämlich so aus. So, warte mal. Kann es jetzt sein, dass wenn ich das alles miteinander verbinde, dass ich dann die scheiß Sprinkleranlage bauen kann? So, hast du noch Holz? Ja. Gib mal her. Ich habe noch die einzelnen Channel hier. Ja, habe ich jetzt auch gerade gebaut. So. Okay, ich habe das Ding gefunden, wo ich meinen Sprinkler dran machen kann. Nice. Okay. Und ich glaube, da muss ich dann Wasser reintun und das Wasser springt dann automatisch meine Felder. So, da kann ich jetzt dann einfach den hier rantun. Und wenn es geregnet hat, dann füllt sich der kleine Tank da mit Wasser und dann sprinkelt es einfach. Und dann kann ich mir dann auch einfach so Tanksysteme kombinieren. Das geht. Oh, haben wir noch Eisen? Dann kann ich mir ein Seedlager bauen, wo ich viel mehr Seeds lagern kann. Ja, danke. Dann brauche ich 2 Kisten. Und dann mache ich mir ein Lager für meine ganzen Seeds. Das wird vielleicht auch nicht schlecht. Haben wir noch Holz? Ja, überall in den Kisten wird noch irgendwo Birkenholz sein. Da brennt schon wieder. Nein! Was? Bist du jetzt in die Dingsmaschine reingepackt? Ja. Ist dein ganzes Stuff jetzt weg? Das war den Chickenhammer, ne? Ja. Nein! Wie hast du das geschafft? Kann ich dir zeigen. Abgebaut, stand hier wie immer. Auf einmal, bam, war ich drin. Denkst du, na geil, Alter. Das wollte ich doch haben. Weißt du mal, wer den Chickenhammer nicht mehr bekommt? Warum? Ey, ich hab da jetzt über Kram wie viele Sachen gefahren. Ja, nimm den Kompressor, nimm auch den Diamanthammer. Ich versuche uns jetzt wieder die Dinger zu bekommen. Vielleicht haben wir ja auch diesmal instant wieder Glück. Ja, werde ich jetzt mal reinpacken. Ey, ich bin wieder bei diesem Projekt mit, Alter. Dann krieg ich zu viel. Warte mal. Hä? Pumpkin Seeds. Wieso kann ich die nicht reinlegen? Den Hanf kann ich reinlegen, so. Hanf. Ach, das ist jetzt bloß ein Ding für Hanf oder was? Hä? Wieso kann Hanf wieder raus, so. Carrot Seeds. Da kann ich Pumpkin Seeds da nicht reinpacken. Okay, da kann ich von einer Sorte unendlich viel drin ordnen. Und der kann es mir sogar sortieren, was die besseren sind. Und ja, cool. Was passiert, wenn ich den jetzt abbaue? Sind dann die Seeds drinnen? Die ploppen alle raus, okay. Okay, dann muss ich viele von denen Seed-Regale bauen. Dann kann ich immer die Seeds für die jeweilige Pflanze reinmachen. Das ist eigentlich auch ganz praktisch, wenn ich das mit der Zeit mache. Hallo Freunde und willkommen zur nächsten Folge Minecraft Heaven. Mit dabei ist der Gia. Ich bin irgendwie immer dabei, oder? Ja, irgendwie schon. Es gab noch keine Folge, wo wir alleine aufgenommen haben. Geil. Ja, wir haben uns beide so ein schönes Monocle gemacht, auf Screen. Und wir werden uns mal das Höllenportal anfeuern und hoffen, dass es funktioniert. Also wie ging das mit einem... Mit was ging das alles? Fireball, gib doch einfach Fireball ein. Feuerball. Feuer. Fire Charge heißt er auf Englisch. Und dann kannst du dir anzeigen lassen, wie du... Nein, oder? Was denn? Ah doch, Blaze Powder schaut bloß so aus. Es gibt nämlich in Minecraft auch Feuer. Und Feuer kannst du auch bekommen, indem du den Uncrafting Table nimmst. Okay, alles gut. Ich dachte, wir brauchen wirklich Feuer. Okay, dann würde ich sagen... Hölle ist an! Gehst du jetzt schon rein? Nein, nein, nein. Ich wollte gerade noch meine ganzen Wertsachen hier mal schnell verstauen. Vor allem den Chicken Hammer. Kommst du jetzt mit? Ja, wollten wir jetzt ganz kurz noch Holz machen? Ja, dann machen wir das nachher. Ja. Ich nehme bloß ein Schwert und ein paar Melonen mit. Mit Essen soll ich das auch mitnehmen, ich schlauer Mensch. Da habe ich eines zu essen. Da habe ich gerotten, okay. Wir können, von mir aus. So, warte, ich habe 11, ja, ich nehme 22 Melonen mit, so, und rein da. Und rein da. Und ich bin tot. Ja, das ist ein Skyblock, oder? Ja. Ja gut, hat sich gelohnt auf jeden Fall. Ja. Gut, dann wieder raus. Ja. Also heißt, wir können keine Höllenfestung oder so machen. Schlecht. Aber wir brauchen dann das Höllenportal noch. Wow! Wohin? Hä? Wo bist du hin? In mir ist gerade ein Baum gespawnt. Ah! Hi Baum. Ja, okay, dann wollen wir das Höllenportal da lassen oder wollen wir es wieder ausmachen? Ich kann die kleine Kisten mehr öffnen. Na doch, jetzt. Ist nichts für mich die ganze Zeit. Echt? Ich mach's wieder aus, oder? Ich mach's mal wieder aus, ja. Ja gut, dann würde ich sagen, wir sollten doch hier in den Äther oder so gehen. Wie machen wir den? Ich glaube, das Portal macht man aus Glowstone. Und Wasser. Okay. Aber baut man das dann genauso aus wie das Höllenportal? Ja, bloß, dass du den Wassereimer rein tun musst, anstatt es anzuzünden. Okay, ja, das kann man ja dann machen. Jetzt erweitern wir dann erstmal die Plattform wieder ein bisschen. Ja. Der Squid ist gespawnt! Ja, ich will das sehen. Wo ist der? Komm runter. Wo hast du den gesehen? Ich sehe den ja jetzt nicht mal. Alles klar, da backt er sich durch. Ich baue mir mal so ein, zwei Stacks Laub, weil ich dann so ja, dich als Deko nutzen wollen würde. Schaut ja schon wieder ein Stückchen gemütlicher aus, was ich jetzt hier baue. Mhm. Du hast ja nicht mal gesehen, was ich baue. Okay Leute, das war's mit dieser kleinen Folge Minecraft Heaven. Schaut doch auf jeden Fall mal beim Suiky und beim Leon vorbei. Und ich würde sagen, ja, seid gespannt, wie weit wir beim nächsten Mal sind. Und ja, bis dahin, ciao.